Record. Aufnahme läuft in 3, 2, 1. Hallo Menschen und Machinisten, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Doom 3 BFG Edition. Wir sind gerade bei Recycling 2, wo die Party richtig böse abgeht. Und ich höre einen Imp. Muss über mir sein. Yep. Jetzt auch noch von da unten. Ah, perfekt. So. Nein. Shit. Das war ja gar nichts mit der Granate. So, ich sollte gucken, dass ich ein bisschen Munition spare für meine harten, für die harten Sachen. Nein. Nicht diese Geräusche. Speichern. Ich hasse diese Larvenkinder. Also nochmal speichern. Wow. Munitionsgürtel, sehr gut. Hört sich nicht gut an. Und das ist nicht mein Magen. Hoppla. Das Knurren hat aber nachgelassen. Speichern. Boah, vorsichtig. Step by step. Ich glaube, die Stelle war auch ziemlich böse. Boah, Scrapjack. So, dann habe ich die Raketen aufgehoben.
Ja, da kommt der nächste. Gucken, dass alles nachgeladen ist. Raketen wieder aufheben. Heilung und Rüstung. Bin ja wieder gut gerüstet und gut geheilt. Auf Deutsch, mir fehlt jetzt nur noch reichlich Munition für jede Waffe. Komm von da raus. Bin ich gerade erschrocken, hey. Das ist Rüstung. Ich hab die grad. Alter. Das ist solche engen Räume. Das Ende. Deine Seele wird ewig in der Hölle brennen. Das ist nix. Nun gut. Speichern. Luftreiniger 1 von 3 aktiviert. Oh oh. Mist. Toll, ich habe kaum Heilung. Dieses scheiß Gas, hey. Es dauert 2 Stunden. Mhm. Ein neues PDA gefunden, dann schauen wir doch mal. Keine gespeicherten Audiologs. Weggeschlossenes Waffenmaterial. Scott, das ist ja... Das ist eine ausgezeichnete Idee, wir können hier ja nicht vorsichtig genug sein. Mr. Sotoway, ich fürchte, an den Gerüchten, die ich neulich gehört habe, könnte etwas dran sein. Als neulich jemand aus meinem Team in Delta ausgetretene Toxine beseitigte, hatte dort tatsächlich eine Kreatur gesehen. Er wusste nicht, was es war, aber es hat ihm eine Heidenangst angehört und ist nachdenklich gemacht. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich habe hier in Sektor 2 etwas Munition, Kampfausrüstung in den Schrank an der Luftschleuse bei der Magnetbahn angeschlossen. Sollen sie jemals bauen können, der Code lautet 483. Ist es das etwa ganz am Anfang? Offenbar nicht. Ansonsten könnten wir jetzt wieder zurück... Alter. Ach, da sind wir.
So, jetzt. Ey, Halleluja. So, jetzt nur noch Heilung. So. Auf zur Magnetbahn. Monorail Station. Oh nein. Speichern. Keine Sorge, Milady. Dunkel wird's schon richten. In Klammern hoffe ich. Alter Schwede, ich hab echt keinen Bock mehr. Sam Harding. So, erreiche das Delta-Labor immer noch. Reparatur der Magnetschlösser. Okay, E-Mail-Türreparatur von James Torbin. Sam, ich habe heute die Reparatur der Tür AH32 abgeschlossen. Jetzt müsste sie sich leichter öffnen lassen. Aber mal was anderes. Hast du die Artefakte gesehen, die das Wissenschaftsteam kürzlich in den Delta-Komplex gebracht hat? Ich weiß nicht, was es war, aber es gefällt mir jedenfalls nicht, dass sie außerhalb der Frachtkisten transportiert werden. Ihr Anblick macht mich einfach nervös und ich weiß, dass wir über irgendwelchen Alien-Ruinen arbeiten. Allein bei dem Gedanken daran, was in diesen Höhlen lauern könnte, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ja, egal. Aber vielleicht bin ich bloß überempfindlich, Jim. Carl Cullen. Harding, bitte überprüfen Sie die, Lafettenhalterung des Turmgeschützes hier im Sicherheitsbereich. Anscheinend rattern sie, wenn sich der Turm bewegt. Karl, ich habe die, heute Morgen repariert. Es lag schon wieder an dem verdammten Mixer-Bolzen. Ich wünschte wirklich, die UAC würde sich einen besseren Zulieferer suchen. Danke für die schnelle Reparatur. Und jetzt noch den Audiolog. So, da ist Munition, Rüstung und Heilung. Ich speichere mal ganz kurz. Okay, bevor ich starte, gucke ich erstmal, was da unten nochmal war. Ich meine aber, dass hier unten irgendwas Böses war. Ich meine, dass hier unten überhaupt nichts Böses war. Hm.